war wirklich ganz köstlich. Tut mir leid, nichts mehr da. Aber ich mache noch eine. Ja! Was für ein wunderschöner, friedlicher Tag. Oh. Alarm! 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 Sie werden angegriffen! Wir sind Wikinger! Beim großen Tor. Was für eine wunderbare Burg. Hier werde ich mich sicher wohlfühlen. Es gibt jetzt genau zwei Möglichkeiten. Krieg oder Frieden. Im Moment können wir uns noch für den richtigen Weg entscheiden. Frieden? Das Wort habe ich schon seit ewigen Monden nicht mehr gehört. Frieden? Das ist doch ein Schimpfwort, oder? Mhm. Zum letzten Mal. Lasst eure Waffen fallen. Darf ich vorstellen? Hier, mein Hammer! Bei Tor! Gestehlen, geplündert, wir sind Wikinger! Es wird nicht leichter reinzukommen. Ich könnte meine Magie anwenden. Das ist vielleicht ein bisschen zu gefährlich. Du bist so verspannt, Dörke. Was? Da waren Wikinger. Und warum macht ihr das so zu schaffen? Die Wikinger haben schon immer Drachen benutzt, um Kriege zu führen. Kaum aus dem Ei geschlüpft, habe ich gesehen, wie sie Drachen gefangen haben, die stärker waren als ich. Und die meisten von ihnen haben nicht überlebt. Das tut mir so leid, Dörke. Robin! Da bist du ja, mein Freund. Seit wann kennt der denn das Wort Freund? Ach, mein lieber Robin. Ich weiß, wir hatten einige Meinungsverschiedenheiten in der Vergangenheit. Ja, das kannst du laut sagen. Aber heute müssen wir beide Hand in Hand die Wikinger verjagen, um zu retten, was noch zu retten ist, bevor es zu spät ist. Ja, wir müssen Richard retten. Oh. Und Mama und alle anderen. Ja, die auch. Und meinen Schatz. Mhm. Den Schatz. Die Wikinger haben zwar das Schloss, aber nicht den Schlüssel zur Schatzkammer. Sehr gut, den werden wir brauchen. Von außen können wir nicht gewinnen, aber wenn wir die Gefangenen befreien, dann sind wir mehr als die Wikinger und können einen Gegenangriff starten. Ja, aber wir brauchen ein gutes Ablenkungsmanöver, um reinzukommen. Das könnte ich übernehmen. Nein, keine Sorge, wir finden eine andere Lösung. Ich hatte an Prinz John gedacht. Mich? Du könntest eine Diskussion mit den Wikingern anfangen, während wir... Es reicht jetzt. Ich will unbedingt gegen die Wikinger kämpfen und ich weiß auch schon, wie. Tut mir leid, Marion, ich wollte dich nur nicht in Gefahr bringen. Ja, aber du brauchst mich nicht zu schonen, nur weil ich ein Mädchen bin. Vertrau mir. Ich vertraue dir. Also, sollen wir los? Ich weiß, was wir tun können, aber dazu brauchen wir die Hilfe eines Drachens. Ich bin die Prinzessin dieses Schlosses. Los, verschwinde, Mädchen. Und verlange, deinen Anführer zu sprechen. Ich erwarte, dass er schleunigst auftaucht, außer er hätte Angst. Hey, Leute, am Tor passiert gerade etwas Komisches. Marion lenkt die Wikinger ab, jetzt oder nie. Alles in Ordnung? Nicht zu anstrengend? Ich war schon bequemer unterwegs. Du bist zu klein. Kannst du mir erklären, warum ich Angst vor dir haben sollte, du Krabbe? Hör zu, ich bin Marion, die Prinzessin, die den Drachen befehligt. Hä? Den Drachen? Wenn ihr nicht schleunig
schleunigst verschwindet. Dann wird mein mächtiger Drache sich heute Abend einen Wikingerbraten schmecken lassen. Das ist doch Unsinn! Hm? Die Drachen sind ausgestorben und sie hätten niemals jemand anderem als einem großen Wikingerkrieger gedient. Meine Tochter hat recht. Du lügst! König Richard und der Sheriff sind sicher im Kerker. Ich laufe hin. Little John, befrei die Wachen. Tuck, du die anderen. Was mich angeht, ich werde auf meinen Schatz aufpassen. Viel Vergnügen. Hab ich's doch gewusst. Ja, ich auch. Aber ich hab vorgesorgt. Nun gut. Ihr habt es nicht anders gewollt. Komm zu mir, oh mächtiger Drache! Beruhige dich, Dirke. Du bist so ein mächtiger Drache. Stärker als jeder Wikinger. Ja, ich bin der Stärkste. Ich hab keine Angst. Höre mich an, oh großer, wilder Drache. Komm und verwandle meine Feinde in Asche. Und beeil dich. Wir sollten von hier verschwinden, mein König. Robin! Schön, euch zu sehen, ausnahmsweise. Excalibur! Das Schwert der Könige! Mein Schwert! Er ist ein sehr alter Drache, deshalb ist er schon etwas schwerhörig. Aber er sollte mich nicht mehr zu lange warten lassen! Ein Drache! Sie hat die Wahrheit gesagt. Los, kleine Wikinger! Wenn die Kleine es schafft, einen Drachen zu zähmen, ist das für dich ein Kinderspiel. Du bist Fürst Harald der Schreckliche. Du hast recht, Stick. Herr Fried, los, fang den Drachen! Zu Befehl! Schau mal, der Prinz hat dir was mitgebracht. Gut gemacht, Bruder. Excalibur, ausgezeichnet. Angriff! Ja! Das ist eine Falle! Zeigt keine Gnade! Ich werde mal nach Thor und Odin sehen. Diesmal entkommst du mir nicht mehr, Robin! Erlaube mir, Tyr, meinen besten Freund vorzustellen. Mein Schwert, Excalibur. Gekämpft, Richard. Ich akzeptiere meine Niederlage. Mhm. Ja! 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 Wer ist der Beste? Dirke! Oh nein. Um alles wieder gut zu machen, werde ich in deinem Namen alle benachbarten Grafschaften plündern. Es ist mir eine Ehre, Richard. Oh, nein, 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 nein. Ich fühle mich sehr geehrt durch deine Ehre. Aber es liegt mir sehr viel daran, Frieden zu halten. Ach ja? Du bist wirklich ein König. Los, zurück zum Lager. Wer weiß, vielleicht kreuzen sich unsere Wege wieder. Richard.
Es wäre mir ein Vergnügen. Zurück zum Schiff! Komische Leute. Was hat Harald wohl gemeint, als er gesagt hat, zurück zum Lager? Na, ihr Land natürlich. Die Wikinger fahren nach Hause. Hm. Und wir werden sie nie wiedersehen. Hm? Richtig, Robin? Hm. Schauen wir doch mal nach. Sie scheinen hier zu bleiben. Naja, vielleicht werden sie nach einer Weile zu unseren liebsten Nachbarn. Oder auch nicht.